Chitra Nadi. Im heutigen Eintrag des Yoga-Vidya-Sanskrit-Lexikons ein Ausdruck aus dem Hatha-Yoga, Kundalini-Yoga und Tantra. Chitra Nadi. Chitra Nadi, wörtlich leuchtender Kanal, strahlende Ader, heller Energiekanal. Chitra heißt hell, klar, leuchtend, auch aus dem Bewusstsein herauskommen, zum Bewusstsein hinführend. Nadi heißt Kanal, Ader, ist insbesondere der Energiekanal. Und Chitra Nadi ist der Name eines Energiekanals, der sich in der Wirbelsäule befindet. Eventuell hast du schon über Sushumna gehört. Sushumna ist der feinstoffliche Energiekanal in der Wirbelsäule, der im Muladhara Chakra im Steißbein beginnt, durch die Wirbelsäule weiter nach oben geht und bis zum Brahmarantra, bis zum Scheitel nach oben geht. Das ist die Sushumna. Die Sushumna hat aber mehrere Dichtigkeitsstufen und so sagt man, im Inneren der Sushumna ist ein subtilerer Nadi, nämlich Vajra Nadi. Und Vajra Nadi ist subtiler als Sushumna, aber ist in der Sushumna. Innerhalb der Vajra Nadi ist dann Chitra Nadi. Chitra Nadi ist dann der leuchtende Energiekanal. Und schließlich im Inneren von Chitra Nadi ist noch Brahma Nadi. Brahma Nadi ist dann der innerste Energiekanal. Also Chitra Nadi, man kann sagen, ein feinstofflicher Energiekanal in der Wirbelsäule, der leuchtet und strahlt. Was heißt, wenn die Energie, die Kundalini, durch Chitra Nadi hindurchfließt, dann nimmst du Licht, leuchtend, Strahlen wahr. Es hängt ja davon ab, wo, durch welchen Energiekanal die Kundalini geht. Wenn die Kundalini durch den äußeren Teil der Sushumna geht, durch Vajra Nadi, dann kann dort alle möglichen körperlichen Erscheinungen auftreten. Es kann dir heiß werden, du kannst anfangen zu hüpfen, du kannst anfangen zu erschüttert zu sein und alle erzittern, automatische Yoga-Stellungen einnehmen, Mudras und Pranayamas. Also wenn das Prana und die Kundalini durch Vajra Nadi hindurchgeht, können diese doch etwas spektakulären Erfahrungen auftreten. Geht Prana und Kundalini durch Chitra Nadi hindurch, dann ist es heller, leuchtender, etwas ruhiger. Aber in diesem Fall kommen Kräfte, die sogenannten Siddhis. Wenn Prana und Kundalini durch Chitra Nadi nach oben strömt, dann hast du Fähigkeit zu heilen, du bekommst die Fähigkeiten für Telepathie, du bekommst feinstofflichere Wahrnehmung und vieles andere. Du kannst aus deinem physischen Körper austreten. Du bist in der Lage, auch aus der physischen Welt dich herauszubewegen bei vollem Bewusstsein. Es gibt aber noch einen subtileren Kanal als Chitra Nadi, das ist Brahma Nadi. Wenn das Prana und die Kundalini durch Brahma Nadi nach oben strömt, dann kommt die Erfahrung von Brahman, vom Absoluten, vom Unendlichen. Ist Prana und Kundalini im Brahmanadi, kommt Samadhi ganz leicht und von selbst. Und dann fällt es auch leicht, dass Kundalini hochsteigt bis zum Brahmarantra, bis zum Scheitel und sich vereint mit Shiva im Sahasrara Chakra. Und auf dem, in dem ganzen Prozess spielt Chitra Nadi eine wichtige Rolle. Chitra Nadi, Energiekanal in der Wirbelsäule, der helle, klare Energiekanal, der leuchtende Energiekanal.